Noch nie hat ein legaler Stoff das Herz so leistungsfähig gemacht. Das ist der Titel des Videos und es ist absolut nicht untertrieben. Dieser Stoff gehört neben dem Vitamin D3 und Omega-3 für mich zu den Top 3 Nahrungsergänzungsmitteln, die am meisten in meinem Leben verändert haben. Ich war früher oft geplagt von Unruhe, Herzstolpern, Müdigkeit. Ich bin wirklich sehr froh, dass heute die Wissenschaft in Studien das wirklich ausgiebig belegt, was ich schon damals gefühlt habe, was dieser Stoff mit mir gemacht hat. Der Mensch kann durch zwei Arten sterben, wenn das Herz aufhört zu schlagen oder das Hirn versagt. Da ist das Herz mit dem Hirn das wichtigste Organell bei uns im Körper, daher sollten wir ihm auch eine ganz besondere Aufmerksamkeit geben und auf unser Herz hören, was es wirklich braucht. Nichts hat mehr Kraftwerke, auch Mitochondrien genannt, wie unter anderem das Herz neben der Eizelle. Dieser Muskel arbeitet rund um die Uhr für dich. Auch jetzt, wo du meine Stimme hörst, schlägt dein Herz in Ruhe im Hintergrund für dich und versorgt deine Organe mit sauerstoffreichem Blut und Wärme. Die Energieproduktion im Herzen ist durch nichts so stark zu beeinflussen wie durch das Coenzym Q10. Heute geht es um das Coenzym Q10, denn dieses sinkt leider bereits mit 20 in uns Menschen. Mit 40 Jahren verlieren wir über 30% des Q10-Gehalts im Herzen, den wir noch mit 20 hatten. Daher hat es für mich absolut gar keinen Sinn gemacht, diesen Wert nicht wieder auf die 20er Jahre zu bringen, und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich auf diese Idee kam. Erfahrungen hin oder her. Ich zeige euch jetzt Studien, die so extrem sind, dass die Medien hätten davon voll sein müssen. Doch an Gesunden hat wohl kein Interesse, das macht den Anschein für mich so. Entzündungen führen zu Schädigungen an Gewebe und damit auch im Herzen. Dies kann so stark ausfallen, dass das Herz einen Teil seiner Leistung einbüßt. Manchmal dauerhaft. Daher ist es primär wichtig, Entzündungen zu regulieren, aber vor allem auch das Herzgewebe intakt zu halten. Jetzt pass mal auf. Es gibt zwei Marker, die auf Herzschäden im Blut hindeuten, die vor allem auch nach einem Herzinfarkt getestet werden. Dies können aber auch ohne einen Infarkt erhöht sein. Nur das führt auf Dauer zu einem Herzschaden und Herzversagen. Daher sollten diese Marker so tief wie möglich nur sein im Blut. Der erste ist Troponin. Diese sind Eiweißbausteine, die in den Muskelzellen der Herzmuskulatur vorkommen. Nach einer Schädigung des Herzmuskels treten diese Eiweißstoffe vermehrt ins Blut über und können auch dort im Blut gemessen werden. In einer randomisierten Studie, in der Menschen 400 Milligramm Coenzym Q10 pro Tag bekamen, vor einem Eingriff an der Arterie, sowie 5 Tage Coenzym Q10 nach dem Eingriff bekamen, oder die andere Gruppe, das Placebo, wurde wirklich Erstaunliches gemessen. Das Troponin, welches ein Marker für verletztes Herzgewebe ist, konnte hier signifikant gesenkt werden im Vergleich zu vor der QC-Einnahme in der Q10-Gruppe, nicht aber in der Placebo-Gruppe, die das Q10 nicht nahmen. Ja, die armen Säue. Okay, kann das Zufall sein? Nein, es gibt noch einen weiteren Marker für verletztes Herzgewebe im Blut. Da haben die Wissenschaftler sich nicht lumpen lassen. Diese heißt CKMB, Kreatinkinase-MB. Diese ist eine spezielle gewebsspezifische Form der Kreatinkinase, ein Enzym, das vor allem im Herzmuskel vorkommt. Bei einer Schädigung des Herzmuskels, wie vorhin, kommt es zu einem vermehrten Übertritt von der Kreatinkinase, MB, ins Blut. Siehe da, genau das ist passiert. Q10 senkte auch diesen zweiten Herzschädigungsmarker signifikant im Vergleich zur Placebo-Gruppe, die kein Q10 einnahm. Das müsste ja heißen, wenn das Herz signifikant weniger geschädigt worden ist, dass es auch besser funktioniert, oder? Die Wissenschaftler wollten es wissen, wie es nach 6 Monaten aussieht mit der Herzleistung bzw. dem Blutauswurfvolumen des Herzens der Q10-Gruppe oder der Placebo-Gruppe ohne Q10. Man sieht hier, vor den 6 Monaten unterschieden sich beide Gruppen nicht. Aber nach den 6 Monaten hatte die Q10-Gruppe ein statistisch signifikantes, höheres Blutauswurfvolumen im Herzen als die Placebo-Gruppe, die traurigerweise kein Q10 einnahm. Ich finde diese Ergebnisse kaum in Worte zu fassen. Und ein Großteil da draußen weiß es nicht und wird es auch nie erfahren. Daher immer weiter erzählen. Es könnte Leben retten und das zeige ich euch jetzt gleich. In einer doppelblinden randomisierten Studie mit knapp 250 Teilnehmern, die 300 Milligramm Coenzym Q10 pro Tag bekamen
oder ein Placebo, kam es zu bahnbrechenden Ergebnissen. Die Gruppe wurde zufällig ausgewählt und beide Gruppen wussten nicht, ob sie das Placebo bekamen oder die 300 Milligramm Coenzym Q10. Die Studie ging dann sogar noch über 2 Jahre. Ein besseres Studiendesign kann man sich nicht erträumen. Der Titel der Studie lautet Wirkung von Coenzym Q10 bei Europäern mit chronischen Herzinsuffizienz, eine Untergruppenanalyse der randomisierten Doppelblindstudie. Wichtig zu sehen ist natürlich, der Q10-Spiegel über 3 Monate und 2 Jahre, ist er wirklich angestiegen? Ganz klar ja. Der Spiegel ist in der Placebo-Gruppe immer weiter gesunken, so wie ich vorher auch gesagt habe. In den Menschen, ja, die es einfach nicht nehmen. Und der Spiegel ist stark gestiegen in der Gruppe, die vorher genauso tiefe Werte hatten wie die Placebo-Gruppe, jetzt aber nach 2 Jahren fast 4- bis 5-mal so hohe Spiegel hatten an Coenzym Q10. Doch was noch erstaunlicher ist, ist der NT-pro-BNP-Wert. Dieser Wert ist ein sogenannter Insuffizienzmarker vom Herzmuskel, also ein Anzeiger für eine Herzschwäche. Es handelt sich dabei um einen Eiweißstoff, der in den Muskelzellen des Herzens gebildet wird und der im Körper wie ein Hormon wirkt. NT-proBNP wird dann ausgeschüttet, wenn das Herz unter Druck steht. Dann dehnt sich die Herzwand aus, damit sich das Organ besser zusammenziehen kann, also das Herz, und dadurch kräftiger pumpen kann. Und dieser Dehnungsreiz stimuliert die Freisetzung von NT-proBNP in den Blutkreislauf. Denn das Peptidhormon wirkt harntreibend und blutdrucksenkend, was wiederum das Herz entlastet. Wir sehen ganz klar, dass nach 3 Monaten oder nach 2 Jahren sinkt dieser Marker immer weiter in der Coenzym Q10-Gruppe und das deutlich mehr als in der Placebo-Gruppe. Es geht aber noch weiter. Schauen wir uns den Verlauf an von schwerwiegenden, unerwünschten kardiovaskulären Ereignissen bei den beiden Gruppen über 2 Jahre, zum Beispiel auch ein Herzinfarkt und so weiter. Wir sehen hier mehr als ein signifikantes Ergebnis. Fast jeder 4. mehr hat schwerwiegende Ereignisse erlitten am Herzen, der kein Coenzym Q10 nahm, über 2 Jahre, sehen wir hier schwarz auf weiß. Zu guter Letzt wurde noch die Todesrate über 2 Jahre quantifiziert und auch hier verzeichnete sich ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen der Placebo-Gruppe und der Coenzym Q10-Gruppe, was wirklich unfassbar ist. Das Ganze war kein Zufall. Denn dies kann wiederholt werden in einer anderen Studie über 4 Jahre mit knapp 450 Probanden. Ebenfalls wieder doppelblind randomisierte Studie, ja, das beste Studiendesign der Milchstraße. Hier gab es nur 200 Milligramm Coenzym Q10 pro Tag und 200 Mikrogramm Selen pro Tag. Der Titel der Studie lautet, auch 12 Jahre nach einer 4-jährigen Supplementierung mit Selen und Coenzym Q10 ist die kardiovaskuläre Sterblichkeit gesunken. Man sieht hier, dass die Coenzym Q10 supplementierten und die mit Selen supplementierten ca. 10 Jahre länger lebten als die, die nur das Placebo bekamen. Ja, und die haben es ja nur 4 Jahre bekommen. Jetzt kann man sagen, ja gut, das sind Studien über Jahre mit Kranken, aber ich will jetzt sofort Ergebnisse haben und ich bin auch wahrscheinlich, Anführungsstrichen, gesund. Kein Problem, das liefere ich dir. Wieder eine randomisierte Studie mit Elite-Schwimmern über 14 Tage mit 300 Milligramm Coenzym Q10 pro Tag, der Titel. Die Auswirkungen einer kurzfristigen Coenzym Q10 Supplementierung und einer Vorababkühlungsstrategie auf Herzschadensmarker bei Leistungsschwimmern. Das heißt, sie haben sich vorher abgekühlt oder halt nicht vorher abgekühlt. Das ist aber nicht so relevant in der Studie. Die erste Abbildung ist der Kreatinkinase-MB-Wert, haben wir gerade schon 2-mal kennengelernt, der auf Herzschäden hindeutet. Ein Marker extra für das Herz, haben wir bereits kennengelernt gesagt. Wir sehen hier eindrücklich, dass die Elite-Schwimmer, die Q10 einnahmen, auch die niedrigsten Spiegel hatten von diesem Marker Kreatinkinase-MB, der auf Herzschäden hindeutet. Unfassbar. Das ist übrigens auch der Grund, wieso ich jeden Tag liposomales Coenzym Q10 nehme, besonders vor dem Sport, wirklich immer. Ein Muss für mich. Troponin, ja, ist ein weiterer Eiweißbaustein, der vor allem in den Herzmuskeln vorkommt. Befindet sich jener vermehrt im Blut, heißt es gibt eine Schädigung am Herzen. Haben wir auch schon gelernt. Wir sehen hier wieder den gleichen Trend. In der Coenzym Q10-Gruppe waren es wieder die niedrigsten Werte für den Marker, welcher auf Herzschäden hindeutet, in den Elite-Schwimmern, die Coenzym Q10 einnahmen. Das liegt natürlich auch darin, dass die antioxidative Kapazität
deutlich am höchsten war in den Schwimmern, die Coenzym Q10 einnahmen, nicht in denen, die Coenzym Q10 nicht einnahmen. Weil der Q10-Gehalt bei ihnen hier bewiesenermaßen auch am höchsten war. Also Leute, es ist wirklich so, wie die Studien hier zeigen. Ja. Doch liposomales Q10 wirkt einfach nochmal viel, viel stärker. Ja. Die Studie kommt bald, sie ist in Planung von uns in Auftrag gegeben. Das wird ganz, ganz spannend, was ich euch dann zeigen werde. Es hilft, besser Energie umzusetzen, gerade auch im Herzen. Das sieht man in dieser randomisierten Studie, dass die Blutzuckerwerte statistisch signifikant gesenkt werden, sehen wir hier. Das hat den einfachen Grund, dass mehr Zucker in der Zelle ist als im Blut und damit Energie hergestellt werden intrazellulär. Denn das ist sehr wichtig, denn nichts ist stärker mit einem Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko assoziiert als ein hoher Blutzucker, noch vor dem Rauchen, noch vor hohen Blutfetten und noch vor hohem Blutdruck. Fazit, Leute, testet es. Ich packe euch das mal unter das Video in die Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, bleibt herzgesund, euer Patrick.